Hi, heute mal ein Video, wo es um eine dämliche Frage geht. Ich habe von Google, weil ich mal in der ADAC-Geschäftsstelle hier war, jetzt eine Ortsfrage bekommen. Es war aber eigentlich nicht mehr eine Ortsfrage. Ein Holländer hat eine Frage gestellt, ob er, wenn er in Deutschland zu Besuch ist, eine grüne Plakette braucht. Zwecks Umweltzone, tralala. Die Frage erübrigt sich doch eigentlich von selbst. Wir müssen doch auch, wenn wir nach Holland fahren, Maut bezahlen. Wir sollen keine Vorzüge haben, wenn die zu uns kommen, obwohl wir schon genügend Kfz-Steuer bezahlen, wesentlich mehr wie die. Warum sollen die bevorzugt werden mit der Umweltplakette? Kompletter Schwachsinn. Was hier ist, müssen sie bezahlen. Da brauchen die nicht fragen. Ich meine, die können es auch natürlich nicht bezahlen. Da hat unser Staat etwas mehr davon, weil die Strafe ist ein bisschen höher. Aber solche Fragen überhaupt zu stellen, das wäre sel echt selber, als wenn wir nach Holland fahren und fragen, ja, müssen wir hier den Maut bezahlen? Wir sind doch nur zu Besuch. Ein kompletter Blödsinn. Und die Umweltplaketten kann man sich genauso gut schon in Holland vorbesorgen und nachfragen. Die haben auch Automobilclubs. Sowas muss man sich doch vor der Reise ne? Erkundigen. Solche Fragen überhaupt zu stellen, kapiere ich nicht, echt nicht. Naja, mal sehen, was noch für dämliche Fragen über dieses Google, du warst dort, kannst du mal beantworten können. Aber die Frage bis jetzt die Krönung. Wir hören wieder voneinander. Bis bald.